So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part. Flux Solator, diesmal schon der dritte. Oh, und ja, ich kann gleich sagen, es ist ein ganz großer Fall passiert und da war ich eigentlich kalt und dunkel gestanden. Ich habe es aber nicht auf die Reihe bekommen, weil ich einfach ein Lappen bin. So, wir fliegen in einer, ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall ist es ein Chat. Nicht ganz so groß wie die ganz großen, aber schon etwas groß, ne? Also es gibt doch kleinere. Ja, mit Lackierung von Orbit Airlines liegt einfach dran, dass ich keine gedownload habe, die ja alle Flugzeug drauf haben. Also ich habe gar nichts gedownloadet, um genau zu sein. So, das brauchen wir. Und das brauchen wir. Und zwar fliegen wir heute von Nürnberg nach Frankfurt. Ja, da habe ich jetzt schon Schiss vor dem Landeanflug. Einfach wegen den 50.000 Landebahnen. Weil Frankfurt bei diesem großen Flug haben, glaube ich. Was dauert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein bisschen länger als die restlichen Flüge. Sie ist etwas größer als sonst. Etwas sehr viel größer, länger, was auch immer. Wir kommen schräg auf die Landebahn. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch eine Runde fliegen müssen. Und wir fangen gleich an, den Autopilot einzustellen. Und zwar die Höhe, auf der wir fliegen wollen, beträgt Fuß. Ich weiß nicht genau, wie lang das ist. So schätzen. Nehmen wir mal 10.000. Wir können ja immer noch steigen. Wenn ich sehe, oh, das ist ja noch ewig weit. Und wenn wir dann die 10.000 haben und ich merke, oh, das ist ja noch ewig weit, dann können wir immer noch. Und zwar mit 1.500 Fuß pro Minute. Dürfte passen. Das ist der Kurs. Ich möchte einen Kurs von 300. Ja. Versuche jetzt langsam den richtigen Kurs rauszufinden. Ja, war richtig. So, was zu können, die passt. Und dann mit dem richtigen Kurs auf, ja, hier die Linie zu kommen. Und ja, das dürfte passen. Die Geschwindigkeit. Ich weiß, wie schnell der Chat so durchschnitt fliegt. Lass dich mal überlegen. Was in der Geschwindigkeit könnte ich benutzen? Ich probiere es mal mit 200. Ich weiß nicht, wie das beim Chat aussieht. Vielleicht fliegt er eigentlich auch langsamer oder so. Mal ausprobieren. Komm, mit den 240. Das dürfte passen. Wenn nicht, dann, wenn da. Gucken, was kommt, da fliege ich eben langsamer. Ne? Passt schon. Wir wollen nicht. Speed. Das und das fliegen. Start durch natürlich. Lol. Okay, der versucht das gleich zu erreichen. Erstmal aus. Das machen wir gleich an. Was geht mit meinem Triebwerk ab? So, danke. Komm. Geh runter. Ja, komm. Ja, sei ein braves Triebwerk. Okay. Nürnberg Boden. Wir wollen einen direkten Abflug Richtung Westen. Nürnberg Ground, Bombardier, November, Charlie, Romeo, Juliet, 70 with Delta. Request. Genau, wir fliegen an Bombardier. West departure. Bombardier, November, Charlie, Romeo, Juliet, 70. Taxi to and hold short of runway 28. Same taxiway, runway 10. Contact tower at 118.3. When ready. Ruf sie den Kontrollturm auf. Eins. Okay. Taxiing, hold short, runway 28, via taxiway, runway 10, Bombardier, Juliet, 70. Nürnberg Tower, Bombardier, November, Charlie, Romeo, Juliet, 70. So, kurz gucken, dass ich das nehmen könnte. 28, west, departure. Wird das wahrscheinlich alles falsch sein, aber... Charlie, Romeo, Juliet, jo, genehmigt. Cleared for takeoff, runway 28. Dann starten wir mal. Triebwerke hoch, fahren, hochfahren und das. Als vor dem Brems runtergehen, damit er Gas gibt. Okay, das hätte ich jetzt auch
spektakulärer sein können als bei dem kleinen Flugzeug, ist das um einiges krasser. Aber es passt schon, passt schon, passt schon. Wenn das mal hier so im 2D-Cockpit fliegen, das ändere ich dann gleich auf 3D. Wenn wir den Autopilot richtig eingestellt haben. Scheiß drauf, euch jetzt erstmal nicht. Und hoch geht's. So. Bisschen hart für die Triebwerke. Ich habe vergessen, die Klampen rauszuholen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich denke, es sollte passen. So. Das ist ja nicht so viel greifen. Fährt der Flughafen. Ich bin zu schnell. Geh doch runter vom Gas. So, danke. Ja, wir warten. So. Der macht das alles für uns. Dann müsstest du hierauf achten, damit wir hier richtig sind. Ich glaube, das war zu viel. Jetzt die Geschwindigkeit. Alle Räder sind oben. Wir fliegen jetzt auf Kurs 286 bis Mach 287. So. 288. Bei 9.0. Um hier rauf zu kommen. So. Steigen auch schön. Haben jetzt gleich die Endgeschwindigkeit erreicht. So, Thema habe ich natürlich ganz bereit gelegt. Ich meine, ja, als wenn ich vorbereitet wäre, ne? So, 95. Einfach um auf die richtige Linie zu kommen, auch wenn das schon passt eigentlich. Ist dann auf 190. So, mal warten, bis wir da drauf sind. Dann auf 190. So. Dann schalten wir auch gleich ins 3D-Cockpit. Ich weiß leider nicht, welcher der nächste Flughafen in der Richtung ist. Deswegen weiß ich nicht, was ich jetzt drücken kann. Wir gehen mal auf 3. Oh ja, 3 war zu viel. Genau, ich habe mich schon gefragt, warum man noch nach rechts lenkt. Gut, es lenkt da perfekt ein. Ich kontrolliere das hier noch kurz und dann wechsle ich auch gleich ins 3D-Cockpit, dass alles passt. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen weiter links. Das merke ich gleich. Wir steigen noch auf 10.000. Jo. Noch kurz warten. Das bisschen links müssen wir noch. Aber jetzt einfach nicht nur drauf rum, damit wir nicht mehr diese Striche haben, sondern einen geraden Strich. Okay. Mal noch.
immer noch. Jetzt passt das. So, auf dem Kurs bleiben wir jetzt. Passt das? Tower, World Travel 732, ready to go. Runway 28 IFR to Blagnac. World Travel 732, cleared for takeoff. Okay, da startet nur ein anderer. Cleared for takeoff, runway 28, World Travel 732. Werden wir jetzt noch hören, solange wir in dem Nürnberger Flughafen sind. Und die Strecke ist viel kürzer, als ich gedacht habe. Passt schon. 10.000 wird passen. Wir gehen mal die Außenansicht oder ins virtuelle Cockpit. So. Und es sieht alles gut aus. Ich kann mich nicht beschweren. Gucken wir mal ein bisschen von draußen, einfach ein bisschen umschauen. Okay. Beobachter. Jo, Farbe ist drin. Und naja, es sieht doch etwas, zu meiner Meinung, komisch aus. Ich weiß es nicht. Ich bin erst einmal geflogen und ja, einmal und nie wieder, sag ich mal. Aber, also jetzt in real life. Ja, aber so, ob das jetzt echt so grau aussieht, das sieht schon krass grau aus, meiner Meinung nach. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Hau mal noch kurz auf Kurs hin. Bisschen weiter rechts. So, ja, später werde ich dann noch was suchen. In die. Egal, wir können das bisschen von außen angucken. So, ich kann das nachgucken, habe ich aber keinen Bock zu. So, ja, einfach ein bisschen im Vorbeiflug zugucken. Ja, ne? Was denn noch sonst machen? Und so. Blöd im Cockpit rumsitzen wäre ja lang. Okay, aber nur Vorbeiflug ist auch irgendwie komisch. Idee, der ist nun mehr. Nicht mehr. Mal gucken, ob ich irgendwas sehe. Ich glaube, das ist Dreck, oder? Ich glaube schon. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wir können mal was sagen. Fahrwerk umgucken. Ja, hm? Hier ist so ein Luftstrom für Segelflugzeuge. Aber, ne. So, was kann denn hier außen noch? Und ihr seht, das ist echt viel Flugverkehr, ne? Das ist schon ein bisschen was. Am Heck. Ja, okay, das ist schon ein bisschen. An der rechten Tragfläche. Oh, ne. Geht. Ich glaube, wir nehmen dann doch lieber den Festbeobachter. So, ja, ich kann mich jetzt hier nicht so ausgefallen sagen, das ist der an der Fluss. Ich habe keine Ahnung, wer der Fluss ist. Das Flughafen. Welcher ist das denn? In das Cockpit. Das. ETEU. Kurz, welcher das ist. Jetzt bin ich neugierig. So, das ist das Flugzeugkennzeichen. Flughafenkennzeichen. So. Internet. Ach, kurz, was Handy. Ich meine, irgendwas muss ich ja machen, ne? Sonst würde ich da rumfliegen. Wäre ja langweilig. Außerdem kommen bald, Flüge auf. Wow. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Ich meine, ja, installiert hätte ich schon alles. Wenn ihr seht. Ja, kann ich jetzt sofort starten. Das Problem ist, ich kriege damit nicht aus. Ich muss noch gucken, ob ich ja, irgendwo jemanden finde, das kann und mir zeigen, wie das geht.
Mal gucken, ne? So. Wenn ich das beste WLAN, das ist etwas schlecht, also das ist echt krass, wie sich das vom einer Ecke zur anderen Ecke des Zimmers unterscheidet, wie schnell das Internet ist, also das ist echt krass. So, suche nach ETI. Flughafen. So, mal gucken, ob ich da was finde. Hier. Der ist der Giebelstein. Okay. Nee, Giebelstadt. Nicht Giebelstein. Wie komme ich auf Giebelstein? Ich habe keine Ahnung. Giebelstadt. Und zwar Giebelstadt Army Airfield. Jo, irgendein Militärflughafen, würde ich sagen. Haben wir auch schon was Krasses gesehen. Wir gucken mal in die Richtung. Sitz an. So, das ist Co-Pilot. Hallo Pilot, der gar nicht da ist. Und ich auch nicht. Oh, ich bin nicht da. Ich existiere nicht. So, wir können mal aufs Fenster gucken. Es sieht doch ganz schön aus. Kann ich sagen, hier ist eine Stadt. Also, ja, klar, man kann was sagen. Hier zum Beispiel. Ne, das ist ja eine tolle Straße, würde ich mal sagen. Aber erster Flug ist schon älter. Und zweitens, wenn das alles so krass hochdetailliert, wie sagen wir mal, wenn es hier alles, alles Battlefield-Grafik hätte. Was denkt ihr, auf welchen Rechnern das laufen würde? Also da braucht man echt irgendwie 10 NASA-PCs zusammengebunden wahrscheinlich. Nee, heftiger. Oh, was ist das? Okay, was ist das? So, ich kann natürlich jetzt auf Vorspur fahren. Nee, kein Bock. Virtuelles Cockpit. Hier sind die Landing Lights, muss ich mir merken, wenn ich landen will. Die Taxi Lights, wenn ich dann zu meinem Parkplatz roll, das werde ich auch noch machen. Gucken nochmal von außen. Bisschen geht noch, oder? Ich würde sagen, bisschen geht noch. Fail. Ich gehe lieber ins 2D-Cockpit. Oh, nein. Bitte häng dich jetzt nicht auf. Bitte. Nein, bitte nicht. Oh Gott. Bitte, Flugsimulator, tu mir das nicht an. Bitte nicht. Nein. Komm schon. Du bist mein allerbester Freund, Flugsimulator. Fuck. Ja, ist abgestürzt. Ich würde sagen, nächstes Mal versuchen wir es erneut. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen, auch wenn es wahrscheinlich etwas kurz geraden ist. Jo, bis denn. Und tschüss.